Markus Hofmann ist heute zu mir als Interviewgast und ich möchte ihn bitte schön erst einmal ganz gebührend vorstellen, denn Markus hat schon einiges geleistet. Er gilt als einer der inspirierendsten und effektivsten Gesundheits-, nein, das ist mein Thema, Gedächtnisexperten Europas. Er ist Bestsellerautor. Da sind wir schon beim Thema, Patrick, ja? Eigentlich schon, ja. Also Gehirn und Gesundheit sind 2G, gehören irgendwie zusammen. Du bist auch Bestsellerautor und viel gefragter Vortragsredner für Unternehmen aller Branchen, aber auch Coach für Schüler, Eltern und Lehrer. Weit über 350.000 Menschen haben dich bereits live in einem Vortrag oder einem Seminar erlebt und in einer Funktion als Gründungsdirektor des Steinbeis Transfer Instituts Professional Speaker GSA und Lehrbeauftragter an namenhaften Akademien gibst du auch dein Wissen sehr gerne weiter. Und du bist auch nicht umsonst mit dem Deutschen Weiterbildungspreis ausgezeichnet worden. Jüngst hat dich das Magazin Training zum Speaker des Jahres gekürt. Das ist mal eine ordentliche Leistung. Und im ersten Lockdown, wir haben ja auch darüber gesprochen, hast du dich mit Hofmann Daily im deutschsprachigen Raum, da hast du den richtigen Namen gemacht, weil du über mehrere Wochen jeden Vormittag live gegangen bist und Eltern und Schüler unterstützt hast und ihm praktisch den Spaß am Lernen gezeigt hast. Und darum geht es letztendlich heute in diesem Interview, wie wir Spaß haben können am Lernen. Und du bist Gründer und Ausbilder der Memotion Lerncoach-Ausbildung, mit der du eine Delle ins Bildungsuniversum schlagen möchtest. Markus, ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Vielen Dank, lieber Patrick, für die Einladung. Bin sehr gekommen, sehr gern gekommen. Und ja, du hast es gerade angesprochen, weil es ist ja so diese Kombi Körper und Geist, dass das im Einklang ist. Ich würde gerne mal ganz früh anfangen bei dir. Das heißt, irgendwann warst du auch mal ein gewöhnlicher Schüler im gewöhnlichen Bildungssystem, hast lernen müssen, auswendig lernen müssen, so wie jede. Und da muss mal irgendwann so ein Punkt gekommen sein, wo du dir gedacht hast, das geht so nicht weiter. Also ich transferiere gerade auf meine eigene Geschichte, bei mir war es ja ähnlich so. Und wie war denn das bei dir? Erzähl mal ganz klein wenig, wie so dieser ganz wichtige Punkt in deinem Leben kam, wo du anfingst, anders zu lernen. Also, du hast da den Nagel auf den Kopf getroffen. Letztendlich war ich eher ein unterdurchschnittlicher Abiturient. Ja, also, ich hatte einen Schnitt von 3,2 im Abitur und ich habe diese Techniken dann erst im Studium kennenlernen dürfen. Ja, und habe die dort angewandt und auf einmal konnte ich meinen Notendurchschnitt von 3,2 im Abitur auf 1,3 im Studium steigern. Nein. Und jetzt kommt's bei der Hälfte der Lernzeit. Boah. Und das war dann so der Wahnsinn, dass ich gesagt habe, ich kann das, ich schaffe das, wo meine Lehrer immer zu mir gesagt haben, oh, du kannst nicht lernen, du bist nicht besonders gut in der Schule. Ja. Also ja, ich war wirklich unterdurchschnittlich und auf einmal war ich bei den 10% der Besten mit dabei. Und dann habe ich es hat mir so viel Spaß gemacht auf einmal, diesen Vorsprung durch Wissen zu bekommen, habe das meinen Kommilitonen dann gezeigt, die Techniken. Dann konnten die diese Techniken anwenden. Ne? Ja, hatten auch bessere Noten und ja, da ist eins zum anderen gekommen. Ich habe gemerkt, ich habe so ein Faible, das anderen Menschen zu erzählen, so ein Mitteilungsbedürfnis, weil mir das selber so viel Spaß gemacht hat und gesehen habe, dass es bei anderen dann auch funktioniert, dass die auch Erfolge erzielen, ja, dass sie bessere Noten schreiben, freie Reden halten können, dass ein Kumpel von mir gehabt, der ist Vertriebler geworden und der konnte sich auf einmal seinen Gesprächsablauf im Kopf abspeichern und hat dann auf einmal mehr Umsatz generieren können, nur weil er die Argumente für das Kundengespräch im Kopf hatte. Und da kam dann eins zum anderen, dann kam Wetten, das mit dazu, Schlag den Raab, ja, der Deutsche Weiterbildungspreis. Ja, stopp, ganz langsam. Das sind ganz große Namen, Wetten, das, Schlag den Raab. Magst du mal ganz kurz erzählen oder darf ich erst noch einen Schritt nochmal zurück machen, weil mich das sehr interessieren würde. Wo war dieser Punkt, wo du etwas entdeckt hast, vermutlich eher durch Zufall, wo du gesagt hast, das ist es, das teste ich mal an. Kannst du dich an den Punkt erinnern? Ja, das war, weiß ich jetzt ganz genau noch, das war am 3. Oktober 1999. Okay. Da war ich noch bei der Bank, ja, und
da sind wir zum großen Erfolgsforum nach Köln gefahren. Das war damals noch Ed Brain. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Ja, das war die erste große, war vor Gedankentanken und Greater noch. Da waren 15.000 Leute schon mit dabei, mit den großen Namen von, da war damals schon Jörg Löhr mit dabei, Hans-Dietrich Genscher, Henry Maske, Bodo Schäfer, Vera F. Birkenbiel, die ganzen großen Namen, Ulrich Strunz und Gregor Staub. Ja, und bei dem habe ich ja diese Techniken kennengelernt, habe das dort angewandt und habe seitdem nie wieder aufgehört, diese Techniken, dass ich immer diese Techniken angewandt habe und bei jeder Situation. Und es ist immer besser geworden. Ich habe dann meine eigenen Themen da noch mit reingebracht, meine eigene Didaktik und meine eigene Art. Und das war am 3. Oktober 1999, das war der ausschlaggebende Punkt, wo es Klick bei mir im Kopf gemacht hat. Und es ist eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, sich für ein gutes Gedächtnis zu entscheiden. Mhm. Genauso wie du das ja auch immer in deinen Vorträgen und Seminaren sagst, es ist eine Entscheidung, sich gesund zu ernähren. Es ist eine Entscheidung, sich gesund zu bewegen. Mhm. Ja? Und bei mir war es tatsächlich, es ist eine Entscheidung, dass ich ein besseres Gedächtnis bekomme, dass ich überall in jeder Situation, alltäglichen Situation danach anwenden kann. Mhm. Ja? Und jetzt nochmal ganz kurz zurück zu diesem Wetten, dass und Schlag den Raab. Was hast du da genau gemacht und wie kam das dazu? Ja, bei dieser Wetten, dass Geschichte, das war auch ziemlich witzig. Ich hatte einen Vortrag in Rosenheim. Ich habe so eine Bayern-Tour veranstaltet in den 20 größten bayerischen Städten. Und in Rosenheim, da war die kleine Julia mit dabei. Die war damals 10 Jahre alt. 10 Jahre war sie alt. Und nach der Veranstaltung, ich glaube so 3-4 Wochen später, ruft mich die Julia an und ihre Mutter. Und die Julia sagt zu mir, Mensch Markus, das funktioniert tatsächlich. Ich kann tatsächlich jetzt auf einmal, ich bin besser in der Schule geworden. Ich schreibe bessere Noten. Das ist total cool. Ich kann mir Vokabeln auf einmal total leicht merken. Ich habe einen Spickzettel im Kopf. Ja, ich habe keinen Stress mehr beim Lernen. Das ist so cool, dass ich das meinen anderen Freundinnen schon gezeigt habe, diese Technik. Du, Markus, ich würde da gern ins Fernsehen. Ich würde da gerne ins Fernsehen, sagt sie zu mir. Und dann sage ich, okay, an was denkst du? Dann sage ich, ja, ich würde gerne zu Wetten, dass irgendeine Gedächtnisübung würde ich da machen. Und habe ich gesagt, du, das ist, ja, ich schau mal, vielleicht finde ich da was. Und dann hatte ich so ein Buch zu Hause, da waren alle schottischen Tartans drin, also diese Muster, ja, diese schottischen Karo-Muster. Und okay, dann habe ich gedacht, das wäre doch eine coole Nummer, weil da gibt es ja unfassbar viele, ja. Und jedes Muster hat einen Namen. Also Stuart Red Hunting, Macbeth, Wallace, Cockburn und so weiter. Und so. Es gibt so viele Namen und so viele Muster. Und da habe ich gesagt, du, das wäre doch eine coole Übung oder eine coole Aufgabe, wenn wir dies als Wetten, dass Wette verpacken. Ja, dann haben wir die verpackt. Ich habe die eingereicht und tatsächlich 3 Wochen später habe ich einen Anruf vom ZDF bekommen, die gesagt haben, hey, das ist ja so cool, legt mal los. Dann habe ich mit der Julia, und das ist jetzt kein Witz, 2x2 Stunden mich zusammengesetzt und dann konnte die vor einem Millionenpublikum auftreten. Ja, Wahnsinn. Dann sagen immer meine Teilnehmer, ja, Mensch, die Julia, die muss ja super intelligent gewesen sein. War sie gar nicht. Also ich meine, durchschnittlich begabt. Sie hat einfach eine Technik benutzt, mit der sie Wissen, in dem Fall Schottenröcke, sehr schnell im Kopf hat merken können. Ja? Das Abfallprodukt war Wetten, dass. Ja, da war unser Wettpate, das war Will Smith und Rainer Kallmund waren mit dabei, war echt stark, eine coole Nummer, ja. Und das Nebenprodukt war tatsächlich Wetten, dass. In Wirklichkeit konnte sie sich in Geschichte von einer 5 auf eine 2 verbessern noch mit diesen Techniken. Wow. Erdkunde 4 auf eine 2 und in Englisch, obwohl es jetzt kein Lernfach ist, 3 auf eine 1. Sie konnte sich Vokabeln leichter merken. Und die ist dann zurück in die Schule gegangen nach Wetten, dass und ihre Klassenkameraden haben zu ihr gesagt, Mensch, was bei Wetten, dass mit dabei, hast die Wette gewonnen, bist ja gar nicht so blöd. Ja? Die haben die auf einmal auf eine Stufe draufgesetzt, wo die gar nicht hingehört hat, aber es hat sich gut angefühlt. Und die ist auf einmal von der normalen Julia zur intelligenten Julia mutiert, nur weil sie eine Technik benutzt hat. Und das propagiere ich, dass jeder, und ich meine wirklich jeder, und du kannst auch, jeder, der jetzt zuhört oder zuschaut, kann austesten, ob diese Technik bei ihm funktioniert. Machen wir kurz ein Beispiel mit dir, Patrick. Ja. Wie viele Stühle stehen bei dir zu Hause am Esstisch? 6. Was ist gerade passiert? Ich habe ein Bild im Kopf gehabt. Genau. Ich habe aus der Perspektive, Treppe runter, natürlich genau diese Sitzecke gesehen.
Genau, du hast es gesehen und bist gedanklich mal ganz kurz. Und es ging, geht rucki zucki. Und weil es so schnell geht, konntest du sofort die Antwort wiedergeben. Sechs Stühle. So, und alle, die das können, die aus dem Gedächtnis das mal kurz abrufen, ja, bei denen funktioniert diese Technik. Und wenn du das weißt und das einsetzt, dann ist im Prinzip dieser Vorsprung durch Wissen, dieses Superhirn in dir schon drin. Du musst es bloß noch wach küssen. Und es geht maximal 1,5, 2, 2,5 Wochen, sage ich mal, dass du meinen Trainingszustand erreichst. Ja? Und du kannst danach nicht mehr lernen. Ja? Und ich habe das ja mit Zehntausenden mit meinem Lehrgang zu Hause und die Hunderttausende bei mir im Vortrag schon bewiesen, dass es funktioniert. Also das ist großartig. Weißt du, und dann kannst du halt solche Spielereien wie Wetten, das oder Schlag den Raab kannst du halt dann machen. Ja? Schlag den Raab war wahrscheinlich ähnlich, deswegen möchte ich jetzt da nicht tiefer drauf eingehen. Oder gibt es noch was Besonderes bei Schlag den Raab oder was ähnlich? Schlag den Raab war, also ich musste mich ja vorbereiten. Also da waren 30.000 Bewerber dabei und wie ich gehört habe, dass ich unter den letzten 1.000 war, da habe ich mir gedacht, wow, das ist die 2,5 Millionen Euro Sendung, für die ich mich da beworben habe. Und lustig, also ich habe mich auch mal beworben dafür. Ja. Und tatsächlich bin ich auch, das war ganz kurz, dann darfst du gerne weiter, aber was mir gerade einfällt, habe ich schon ewig nicht mehr daran gedacht. Bei Turmspringen war ich ja auch schon dabei, also ich kannte Stefan schon und Schlag den Raab wollte ich auch mitmachen, weil ich die Sendung des modernes Gladiatorenturm habe mich angemeldet und kam auch praktisch in, irgendwo musste man dann hinfahren und irgendwie dann so Tests machen. Da war ich auch schon eingeladen. Dummerweise hatte ich das komplette Wochenende Haufen Vorträge und damals war ich da ganz, ganz schwer davon abhängig und deswegen habe ich es dann abgesagt. Ja, ja, da muss ich abwägen. Aber jetzt darfst du gerne wieder. Ja, genau. Und ich war da auch in Köln und das waren die letzten 1.000. Und da habe ich mir gedacht, ey, die Chance, 2,5 Millionen Euro dafür zu bekommen, nur wenn ich mich vorbereite, Wissen tanke, im wahrsten Sinne des Wortes, das war so interessant für mich. Dann habe ich mich entschlossen, ein 185-seitiges Allgemeinwissenslexikon, das war ungefähr, ja, so dick war das ungefähr, habe ich mir in Schlüsselwörtern abgespeichert. Ja, Wahnsinn. Und zwar mit Hilfe dieser Techniken. Und zwar, das waren 8000 Schlüsselwörter zu den Themen Biologie, Erdkunde, Geschichte, Boulevard, Sport, Philosophie, Literatur, Musik, Allgemeinwissen. Das war ein sehr, sehr breites Wissen, kein tiefes Wissen. Aber für Schlag den Raab hat das dreimal getaugt. Ja? Und deswegen bin ich da von einer zur anderen, das war so ein Test, wie nennt man das, Assessment, bin ich da durchgegangen. Und deswegen war ich bei den letzten 20 mit dabei. Ja? Ach, Wahnsinn. Ich war dann hinter der Bühne gestanden und habe gewartet. Also 5 sind ja dann in die Sendung gekommen. Ja. Ich war Nummer 6, leider Gottes. Ja. Also ich war der Ersatzkandidat, weißt du. Und, aber nochmal ganz kurz, Markus. Warum stehen dann trotzdem 20 hinter der Bühne? Warum? Falls nein, alle 5... ich war bei den letzten 20. Die letzten 20 sind dann eingeladen worden für ein Interview. Und von denen sind 7 ausgewählt worden. 5, die auf die Bühne gekommen und 2 Ersatzkandidaten, die hinter der Bühne gestanden sind. Ja? Vielleicht mal kurz als Randnotiz. Wie wird sowas ausgewählt? Warum bist du nicht auf der Bühne gestanden? Also ich glaube, das lag daran, in dem letzten Interview, da habe ich 2, 3 Sachen gesagt, die vielleicht die von der Redaktion nicht hören wollten. Die haben mich gefragt, warum ich glaube, dass ich gegen den Stefan Raab gewinnen werde. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, also ich glaube, dass ich gegenüber allen anderen Kandidaten den Vorteil habe, dass ich schon so oft vor Kameras gestanden bin, in Fernsehstudios und interviewt gehalten habe, dass es für mich jetzt nicht mehr so aufregend ist, wie jemand, der es zum ersten Mal vorsteht. Ja? Und ich habe Techniken, mit denen ich mir einfach Sachen extrem gut merken habe können. Und ich hatte keine besondere Geschichte. Weißt du, die 5 Leute, die dann auf der Bühne gestanden sind, die haben gesagt, der eine, der war Kampfschwimmer, früherer Kampfschwimmer und hat dann Schweigekloster aufgemacht. Der andere war Bauer, hat seinen Bauernhof verkauft und hat eine Weltreise gemacht. Ja, weißt du? Verstehe. Die haben irgendwie coole Stories gehabt und ich war halt nur Gedächtnistrainer. Ja. Der früher auf der Bank gearbeitet hat. Genau, der auf der Bank gearbeitet hat. Und ich glaube, die wollten jetzt nicht unbedingt jemanden haben, der schon ein bisschen Medien erfahren. Ja, weil gewisse Nervosität, das ist ja auch so, die Zuschauer möchten sich auch identifizieren damit und da reicht, wenn einer ein Vollprofi ist, wie
der Stefan Raab eben, ja klar, das kann natürlich sein, dass sie nicht von 6 auf 5 Die wollen natürlich auch ein Gefälle haben, weißt du, und ist total nachvollziehbar, weißt du, und deswegen haben sie mich als Backup genommen und ich habe darauf gewartet, dass sich irgendjemand einen Haxen bricht oder ja, ja. Ja, ist dann nicht passiert, aber du, es war eine super schöne Erfahrung, ich habe durch die Vorbereitung mein Wissensspektrum massiv erweitern können, ich habe einfach dadurch extrem viel gelernt in den unterschiedlichsten Bereichen, was mir heute noch hilft. Also von der Seite war das allemal Gold wert. Dürfen wir mal ein Beispiel von dir haben, was du dir gemerkt hast aus diesem 185-seitigen Buch? Also es war unter anderem, hatten wir eine Übung im Vorfeld, beziehungsweise einen Test, den wir dann gegeneinander durchführen. Wir mussten blamieren oder kassieren. Also ah, ja. Im Vorfeld bekannt. Miteinander spielen. Und es war eine Frage, also kennst du das, blamieren und passieren, kassieren, das ist Wasserspiel noch? Was, weißt du es noch? Ja? Das Wasserspiel? Dieses Buzzer. Buzzer, jetzt düd. Ja, ja, klar, natürlich. Ja, ja, klar. Jeder schnell. Ja. Und da ging es unter anderem um deutsche Geschichte. Deutsche Kulturgeschichte, politische Geschichte. Es ging unter anderem darum, die Bundeskanzler und die Bundespräsidenten sich zu merken. Ja, und ich habe hier, wir können gerne mal diese Körperliste können wir durchmachen und dann kann ich dir zeigen, wie ich das abgespeichert habe. Okay, jetzt Achtung, liebes Publikum oder auch die zuhören beim Podcast. Der Markus wird uns jetzt einführen in die Welt des effektiven Lernens. Mal gucken, wie wir das bitte für die Podcast-Folge hinbekommen. Also ein bisschen mal beschreiben, wo ich werde das so erklären. Anfällt. Ich werde das so erklären, damit das jeder. So, dann muss ich ganz kurz ein bisschen ausholen. Die Frage an dich, Patrick, ist: Warum findest du deine Post zu Hause? Warum ich meine Post finde? Ja, banale Frage, banale Antwort. Ja klar, weil sie im Briefkasten steckt. Weil sie im Briefkasten steckt. Jetzt angenommen, du hättest einen kreativen Postboten zu Hause, der eines Tages die Briefe in die Mikrowelle, dann ins Baumhaus, dann auf die Toilette legen würde, dann wäre es so wie Ostereier suchen. Mhm. Aber irgendwann sagt dem Knaben, Junge, leg die Post bitte da ab, wo ich sie auch immer wieder finde. Mhm. Und genauso verhält es sich mit unserem Wissen, was du in deinem Kopf dir merken möchtest. Du brauchst diesen mentalen Briefkasten. Mhm. Du brauchst einen Briefkasten in deinem Kopf, wo du eine Information ablegst, damit du später, wenn du sie wieder suchst, genau an diesen Ort hingehst, diesen Briefkasten aufmachst, die Information rausnimmst und ganz konkret wiedergeben kannst. Mhm. Das ist die Frage, hast du schon mal einen Namen vergessen von einer Person? Klar. Ja, und dann kennst du die Situation, dass du dich verabschiedest, meistens umso herzlicher, weil man den Namen vergessen hat. Ja? Mhm. Mein Lieber, alles Gute. Ja? Dann dreht man sich um und sagt: Mensch, es war der Meier Müller-Huber. Mhm. Also du hast den Namen nicht vergessen, sondern zu dem Zeitpunkt, wo du die Information benötigt hast, bist du auf den Namen nicht gekommen. Und mit diesem mentalen Briefkasten schaffst du es, sofort Wissen wiedergeben zu können. In der Prüfung, im Kundengespräch, in der Präsentation, wo auch immer du das brauchst. Und diesen mentalen Briefkasten werde ich jetzt mit Hilfe unseres Körpers einrichten. Und da lade ich dich ein, Patrick, mit mir mitzumachen. Sehr gerne. Das ist das Gleiche, wenn du jemandem irgendeine Körperertüchtigungsübung zeigst und das nur erzählst und der andere hört sich das an und es nicht tut, kommt es nicht an. Deswegen nein, ich mache gerne mit, bin gespannt. Genau. Und zwar alle, die jetzt auch zu Hause mit dabei sind, dürfen jetzt mal aufstehen. Also ich stehe auch auf, ja? Du darfst auch mal kurz aufstehen, genau. So eine kleine Sitzhocke machen, ja. Ich werde deinen Körper einteilen in Moment. Unmarkante Briefkästen und ich bitte dich, jedes Körperteil, was ich jetzt gleich nennen werde, dass du dies auch berühren wirst. Also alle, die jetzt auch zu Hause sind, kurz berühren, dass du diesen kinästhetischen Reiz noch mit dazu hast, okay? Mhm. Also eins, das sind deine Zehen. Versuch die mal zu berühren, wenn du runterkommst. Du auf jeden Fall. Ja? Eins, das sind die Zehen. Zwei, das sind die Knie. Mhm. Dann dürft jeder hinkommen, auch zu Hause. Drei sind die Oberschenkel. Vier ist das Gesäß. Fünf ist die Taille. Sechs ist die Brust. 7 sind die Schultern, 8 ist der Hals, 9 ist das Gesicht und 10 sind die Haare. Okay, kannst du wieder setzen? Dürft ihr euch auch zu Hause wieder setzen? Wir wiederholen jetzt nochmal gemeinsam laut und zwar für die Akustiklerner, damit die auch noch einen zusätzlichen Reiz haben von 10 auf die 1. Einfach laut mitsprechen. 10, das sind die Haare. 9 ist das Gesicht. 8 ist der Hals. 7 sind die Schultern. 6 ist die Brust. 5 ist die Taille. 4 ist Hintern. 3 ist Oberschenkel. 2 sind Knie. Und 1 sind die Zehen. Okay, perfekt. Damit du schnell auf diese Zahlen oder auf diese Positionen zugreifen kannst, markiere ich Punkt Nummer 5 und Punkt Nummer 7 immer mit dieser Liste, weil dann weiß ich, wo alle anderen Punkte drangehängt sind. Stell dir mal ganz kurz die 7 Zwerge auf den Schultern vor und du sagst zu denen Hallo. Hallo.
Genau, hallo. Hallo sieben Zwerge. Imaginäre sieben Zwerge, genau. Die auf der Schulter hocken und Party machen. Genau, Party machen. Die machen Burpees. Ein schönes Bild. Weißt du, kannst du dir vorstellen, wie 50 Professoren an der Universität in München reagiert haben, wie ich gesagt habe, hey, sag mal, los zu den sieben Zwergen. Die haben sich erstmal so einen Nachbarn drüber gedreht und mir einen Vogel gezeigt. Hätte ja kindisch sein können. Also alle, die jetzt zuhören, das ist nicht kindisches Denken, weil man denkt es immer, ja? Mhm. Sondern das ist kindliches Denken. Weil wenn hier die sieben Zwerge und Schneewittchen sitzen auf der Schule, auf der Schulter, berühr mal bitte Punkt Nummer 8 deiner Körperliste. Punkt Nummer 8 ist der Hals. Sag, sofort. Ja, und dann muss ich mit niemandem mehr diskutieren, ob das Sinn macht, dass hier die sieben Zwerge und Schneewittchen sitzen, weil der 8. Punkt ist der Hals. Mhm. Nimm mal deine 5 Finger und steck die in die Taille. 5 Finger, wenn du die so in die Taille reinspeist. 5 Finger, 5, ist Punkt 5, Taille, sehr gut. Mhm. Vierter, berühr mal den 4. Punkt. Ja klar, das ist der Oberschenkel. Mhm. Ah, nee, Hintern, oh, ho, ho, ho. Der Hintern, ja. Der Popo. Nicht ärgern, du der darfst Popo. Fehler. Und du kannst es dir merken mit 4 Buchstaben, setz dich Popo. Auf deine 4 Buchstaben. Mhm. Popo, 4 Buchstaben. Mhm. Zweiter Punkt? Zweiter Punkt waren die Knie. Genau, 2 Kniescheiben. Dritter Punkt? Nochmal? Dritter Punkt? Das waren die Oberschenkel. Oberschenkel. Mhm. Also jetzt nicht 3 Oberschenkel, ja? Ja, ja, okay. Wunschdenken, ja. Also, ich muss hier ein bisschen lauter machen. Jetzt kannst du mich wahrscheinlich besser hören, oder? Ja, tatsächlich, ja. Jetzt ist besser wahrscheinlich, oder? Ja, aber das passt. Ich höre dich ganz gut, ja. Jetzt gehe ich, ja, genau. Ich habe mir ein bisschen hochgestellt. So, gut. Also, diese Liste, die habe ich mir im Vorfeld definiert. So, und jetzt kommt etwas. Mir geht es jetzt nicht darum, was wir uns merken, sondern mir geht es darum, wie wir es uns merken, der Prozess. Und das sage ich ja auch in meiner Box immer wieder, in meinem Lehrgang für zu Hause. Mir geht es nie darum, was wir uns abspeichern, sondern mir geht es immer nur darum, dass du erlernst, wie du diese Techniken der Gedächtnisweltmeister in deinem Alltag, in deinem Daily Business, in deinem Umfeld, mit deinen Kindern anwenden kannst. Okay? Und gerne können wir jetzt einfach dieses eine Beispiel machen, was ich bei Schlag den Rat mir selber auch angeeignet habe, damit du es am eigenen Leib erfährst, dass es funktioniert. Und zwar, es ging, wie gesagt, um die deutschen Bundeskanzler und die Bundespräsidenten. Die Bundeskanzler, da gehe ich davon aus, dass die meisten die kennen. Die Bundespräsidenten seit Beginn der Bundesrepublik Deutschland, die sind schon ein bisschen herausfordernder. Mhm. So, lass uns doch Folgendes machen. Kennst du die Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland? Ich kenne nur den aktuellen. Ich kenne nur den aktuellen. Ja, wer ist das? Den kennt man im Moment, oder? Ja, der Schäuble. Der Schäuble, genau. Ja. Ja, den kennt man. Ja. Also das ist die aktuellen, die kennt man meistens. Aber die älteren. Und die werden wir jetzt alle mal gemeinsam durchmachen. Okay? Mhm. Also stell dir mal vor, Patrick, mit deinen Füßen. Und ich verknüpfe jetzt jedes Schlüsselwort, verknüpfe ich mit einem mentalen Briefkasten, weil ein Schlüsselwort reicht aus, um auf Wissen zugreifen zu können. Weil wenn du jetzt zum Beispiel eine Einkaufsliste dir schreibst, dann schreibst du nicht auf die Einkaufsliste drauf, morgen muss ich noch in den Supermarkt fahren und 10 Eier einkaufen. Was steht auf diesem speziellen 10 Eier. 10 Eier, genau. Und, und diese 10 Eier helfen dir, dieses Schlüsselwort hilft dir, auf diesen Handlungsablauf wieder zugreifen zu können. Sprich, ins Auto reinsetzen, zum Supermarkt fahren, Parkplatz suchen, durch die Gänge gehen, Eier suchen, zur Kasse gehen, Geld rausnehmen, bezahlen, heimfahren, Eier in den Kühlschrank einräumen. Das ist alles an einem Schlüsselwort abgespeichert. Das ist das Gleiche, wenn ich dir zum Beispiel sage, Kalorienparadoxon. Dann spulst du, dann kannst du eine halbe Stunde nur über dieses eine Schlüsselwort reden. Mhm. Ja, weil dies dich antriggert, hier weiterzusprechen. Und genauso ist es, wenn du Witze erzählen möchtest. Wenn ich zu dir sage, erzähl mal kurz einen Witz, dann kannst du sagen, boah, keine Ahnung. Dann beginne ich, den einen oder anderen Witz zu erzählen. Du hörst ein Schlüsselwort und auf einmal fallen dir noch 2, 3 Wörter. Ja, stimmt. Nachvollziehbar. Sondern genauso machen wir das. Es reicht uns, wenn wir jetzt den ersten Präsidenten einfach mal abspeichern und da kann man dann weiteres Wissen dranhängen. Mhm. Es ist jetzt der Einstieg in die Technik, okay? Also, Und stell dir mal vor, du mit deinen Füßen gehst du durch frisch gemähtes Heu durch und du spürst es unten, du gehst barfuß, gehst hier durch die Wiese und da liegt Heu und wenn du vielleicht ziehst du zum Beispiel diese Heuballen durch deine Zehen hindurch, ja? Und dann weißt du, ich gehe durch dieses frisch gemähte Heu und von Heu kommst du auf den Theodor Heuss. Heuss,
Mhm. Das ist der erste. Du nimmst eine Brechstange, Briefkasten Nummer 2 der Körperliste, das waren die Knie. Und ich nehme jetzt hier so eine Brechstange, stecke die mir hier so in die Kniescheibe rein, drücke so die Kniescheibe raus und auf einmal, da ist so eine Lücke in meinem Knie drin, weil ich diese Brechstange reingeschmissen. Schmerzhaftes Bild. Je übertriebener, schmerzhafter, witziger, fantasievoller, erotischer, abnormaler diese Bilder sind, umso merkwürdiger ist es fürs Gehirn, umso würdiger ist es zu merken. Also zack, hier rein, das springt den hohen Bogen davon und die Lücke in deinem Knie drin. Okay? Ist das nachvollziehbar? Ja, ja, klar. Mhm. Okay. So, auf deinen Oberschenkel. Stopp, ganz kurz. Ich muss trotzdem noch mal nachfragen. Der zweite Präsident, der heißt? Lübcke. Die Lücke hier drin für den Lübcke. Lübcke, ah, okay, alles klar. Mhm. Ich habe mich noch nie mit den deutschen Präsidenten außer dem aktuellen beschäftigt. Aber alles klar. Mhm. Lübcke. Das werden wir sehen. Aber Heinrich Lübcke, vielleicht hast du schon mal gehört. Weißt du, gehört habe ich schon mal, klar. Mhm. Klar, logisch. Gell? Also Lübcke klingt einfach ähnlich. Ja? Mhm. So, auf deinen Oberschenkel, da sitzt jetzt der Heino, der mit der Brille, den kennst du, oder? Und Heino, der sitzt auf deinem Oberschenkel auf und der singt gerade so, blau, 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 blüht der Enzian. Mhm. Ja? Also, und Heino, ist das jetzt ein Mann oder eine Frau? Ja, mittlerweile gibt es ja auch das zwischendrin. Ein Mann ist. Ich gehe mal davon aus, deswegen ist es nicht der Heino-Mann, sondern der Heine-Mann. Der Gustav Heinemann. Ah, okay, verstehe. Alles klar. Mhm. Heinemann. So, jetzt, weißt du, was du jetzt machst, lieber Patrick? Du schielst jetzt mal ganz kurz auf meinen Popo drauf und ich schiel auf deinen drauf. Ich schiel auf meinen eigenen Popo, schiel ich drauf. Schiel mal auf deinen Popo drauf und wenn du das so richtig drauf schielst, auf diesen Knackarsch, ja. Dann weißt du, da schälst du drauf. Das ist nämlich der Walter Scheel. Der Walter Scheel. Mhm. Walter Scheel. So, du hast hier der Bauch, das war der fünfte Briefkasten von unserem Körper. Das ist wie so ein Kasten. Weißt du, das ist so, der ist so richtig kantig. Und du kannst sagen, wenn du deinen Sixpack zum Beispiel mal präsentierst, dann kannst du sagen, das sind ja mehrere Kästen sind da drin, weil das ist nämlich der Karl Karstens. Kasten. Karstens. Kasten für Karstens. Nachvollziehbar? Ja, okay. Okay, Karstens. Du hast hier auf dem du guckst auf die Brust und du siehst zwei so Weizensäcke, siehst du. Zwei so Mehl, wenn du da so drauf klopfst, da gibt es so eine Mehlweizen, so eine Weizensack-Explosion für den Weizsäcker. Ja? Und das sind adlige Weizensäcke, das ist nämlich ein von Weizsäcker. Mhm. Okay? So, jetzt pass auf. Schulter war der siebte Briefkasten. Mhm. So, als ich jetzt mit meinen Händen hier drauf gehe und das einfach mal dieses Stoffteil zu mir herzog. Herzog. Also das zu mir herzog. Roman Herzog, ja klar. Und das hier so herzog, das Teil da oben, dann weiß ich, das ist der Roman Herzog. Mhm. Nimm mal deinen Finger und mach mal so. Und du merkst, du hast dich schon lange nicht mehr rasiert. Das ist ein bisschen, das ist nicht glatt. Nein, das ist nämlich. Das ist nicht glatt, sondern das ist ziemlich... Rau. Das ist total rau. Also total Johannes rau ist das, ja? Mhm. Ja? So, wenn du jetzt zum Beispiel mal mit das Gesicht war Briefkasten Nummer 9, du machst das Gesicht, du bläst mal die Backen auf, und drück mal so drauf auf die Backen, da kommt kalte Luft, kommt aus deinem Mund heraus, vielleicht ziehst du kalte Luft an und das ist nicht nur, das wird ein bisschen kühler. Also du merkst, wenn du da so bläst, es wird echt kühler. Und wenn du das Ü zu einem Ö machst, kommst du auf den Köhler. Auf den Köhler. Mhm. Genau, auf den Horst Köhler. Ja? Mhm. So, dann haben wir den aktuellen. Schäuble. Der sitzt. Steinmeier. Steinmeier, klar, natürlich. Hm. Entschuldigung, ich hab noch einen vergessen. Ich habe einen davor. Ich habe eine ganze Reihe habe ich vergessen. Mein Gott. Meine Fresse. Ich habe den Köhler. Der kommt vorher noch. Da kommen ja noch zwei vorher. Mensch. Vom Köhler? Nein. Es kommt nach dem Köhler kommt noch einer. Und zwar, stell dir mal vor, da oben auf deinem Kopf, da steht ein Wolf. Und der bellt dich da so an. Nein, das ist eher ein Hund. Aber könntest du dir vorstellen, dass da oben ein Wolf sitzt. Für den, ja, okay. Christian? Wolf. Christian Wolf, genau. Ja. So, jetzt haben wir ja noch zwei. Und zwar
Jetzt habe ich die Körperliste schon aufgebraucht. Die Frage ist ja immer, wie kann ich diese Liste erweitern? Und jetzt nimmst du einfach deine zwei Finger mit dazu. Mhm. Ja? Und jetzt stell dir mal vor, auf deinen Daumen, du kennst das so Daumenkino, weißt du, wo du Kinder immer solche Figuren drauf malst, das kennst du, oder? Mhm. Ja, da malst du jetzt einfach so einen Gaukler drauf. So ein Gaukler, so ein Harlekin, so ein Gaukler, der hat ein paar so Bälle in der Hand. Und zwar, genau, dann weißt du, das ist der Joachim Gauck. Und dein Finger, dein Zeigefinger, der ist komplett aus Stein, der ist versteinert. Den kannst du gar nicht mehr abwinkeln. Das ist Steinmeier. Das ist versteinert, weil das ist nämlich der Steinmeier. Mir fällt auch gerade ein, Schäuble ist der Bundestagspräsident. Genau. Genau, da waren wir vorhin in der falschen Richtung unterwegs. Ja, ja, der Schäuble, der ist gar nicht hier mit im Ding. Und jetzt nee, weißt du, der Schäuble ist nicht mit dabei, sondern es ist nur der Steinmeier. Ja. Ja? Mhm. So, gucken wir mal, was wir uns gemerkt haben, okay? Hui, okay. Also, fangen wir ganz unten auf. An. Ich gehe hier unten mit meinen Füßen. Heus. Heus. Das war Heus. Dann war das, Moment, Lübcke. Lübcke. Wer sitzt hier auf meinem Oberschenkel? Der Heinemann. Heinemann. Genau, was war hinten mit dem Popo nochmal? Das war Schielen. War das Schälen? Schäl, ja, genau, schäle ich drauf. Ja. Ich schiel da drauf für den Walter Schäl. Schäl, genau. So einen viereckigen Kasten. Carstens, da habe ich hier zwei was? Weizsäcker. Weizsäcker, genau. Hier oben, das war der. Das war, das war das. Ich nehme meine Schulter, das T-Shirt und das ziehe ich so her, als ich das zu mir. Ja, ja, als ich meine Schulter zu mir. Herzog, her, natürlich Roman Herzog, ja klar. Herzog. Mein Hals, der ist ein bisschen. Rau? Rau, genau. Ich blase mir den Backen zusammen, es wird ein bisschen kühler für den. Köhler? Köhler. Da oben sitzt ein kleiner Wuff-Wuff. Der Wulf, Christian Wulf. Der Daumen, da habe ich was drauf gemalt. Das war ein Harlekin, das war ein Gaukler. Der Gaukler. Gauk. Und der hier, der Zeigefinger ist aus Stein für den. Das ist der Steinmeier. Rückwärts. Jetzt mache ich keine Wiederholung, keine Unterstützung mehr, sondern du machst nur noch Zeigefinger. Okay, ich probiere es mal, ja. Steinmeier. Daumen. Gauk. Kopf. Wulf. Köhler. Köhler. Hals. Rau. Schulter. Herzog. Und jetzt weißt du es. Weizsäcker. Ja, weil hier war es der. Weizsäcker. Dann kommt Carstens. Carstens. Dann Scheel. Dann kommt der Heinemann. Lübcke. Und die Zehn. Und Heus. Hervorragend. Und jetzt, was jetzt noch passiert, du weißt sogar, welcher der vierte Präsident war. Hinten am Popo. Scheel. Was war hier oben auf der Weizsäcker. Das war der? Weizsäcker. Wer kam denn nach dem Weizsäcker? Der Herzog. Wer kam denn vorm Weizsäcker? Der Carstens. Wer war denn der 10. Präsident hier oben? Wulf. Wer war denn der 2. Präsident? Lübcke. Wer war denn der 8. Präsident? Rau. Siehst du. Und du kannst jetzt punktgenau auf das Wissen zugreifen und kannst es in Prüfungen, überall kannst du das anwenden. Du wirst immer den Vorsprung durch Wissen haben. Ja? Also was mir unheimlich gut gefällt an dieser Methode und letztendlich greife ich da ja auch drauf zurück, Bilder, die Macht der Bilder. Und Bilder machen etwas mit uns Emotionales, weil wenn man sich eine Kniescheibe aufbricht und das mit Lübcke verbindet, ist das ein gedanklich durchaus schmerzhafter Vorgang, der natürlich nicht wehtut, aber es ist, und das ist ein Wort, was mir, das habe ich von dir, das gefällt mir unheimlich gut, merkwürdig, und zwar zweigeteilt. Ja, das finde ich ganz großartig. Also wir haben jetzt innerhalb von kurzer Zeit die 12 Präsidenten kennengelernt von Deutschland. Das ist wunderbar. Klasse. Und das kann man ja mit allem Möglichen machen. Wunderbar. So, das ist jetzt das Wichtige. Du darfst jetzt den Transfer herstellen, dass du sagst, wenn das funktioniert, dann kann ich meinen Kindern den Spickzettel für die morgige Prüfung genauso beibringen. Mhm. Ja. Ich finde das klasse. Und lass uns mal vielleicht über das aktuelle Schulsystem sprechen. Das ist ja durchaus überarbeitungswürdig. Gibt es da irgendwie einen Ansatz, was du dir wünschen würdest, was man neu einführen sollte? Ja, weißt du, für was ich ja mittlerweile extrem eintrete, das ist nicht mehr dieses Silo-Denken, dieses Silo-Lehren, dass wir Mathe haben, Physik und Chemie, sondern dass wir ein Transferwissen aufbauen können, dass wir interdisziplinär lernen. Dass wir zum Beispiel sagen, ich gehe mit der Klasse raus und lernen ganzheitlich, dass wir unter uns einen Apfelbaum setzen und uns fragen, wie ist denn dieser Apfelbaum gewachsen? Was musste denn passieren? Bio,
im Bio. Ich brauchte einen Samen, den musste ich irgendwie einpflanzen. Dann haben sich Zellen irgendwie biologisch geteilt, irgendwie eine chemische Verbindung, da ist Wasser dazugekommen. Wie schaut denn Wasser molekulartechnisch aus? Ja? Wie ist der dann gewachsen? Dann ist irgendwo ein Apfel da oben gewesen, der ist dann runtergefallen. Wie kann ich denn berechnen von der Geschwindigkeit, von der Physik, wie schnell so ein Apfel auf die Erde fällt? Wie kann ich denn berechnen, ohne dass ich ein Metermaß habe, wie hoch denn so ein Baum ist? Also rein mathematisch gesehen, wie heißt denn Baum auf Englisch? Ja? Mhm. Also so, wie wir normalerweise leben lernen. Mhm. Ja? Was macht Apfel mit der Gesundheit? Wann hat er besonders viel Vitamin C? Wenn er auf der Sonnenseite hängt, wann wenig? Wenn er auf der Nordseite hängt? Das sind alles so Dinge, die weiß ja im Prinzip keiner. Mhm. Total, genau, dass ich praktisch das aus dem ganzen Kontext heraus. Im Moment sind wir so losgelöst davon, dass wir, sage ich mal, 95% unseres Wissens, was wir in der Schule lernen, nicht mehr brauchen. Ja. Und das finde ich dramatisch, weißt du? Ja. Und vor allen Dingen viele Lehrer wissen leider Gottes nicht, wie sie mit ihren Kindern gehirngerecht umgehen. Deswegen habe ich den Lerncoach auf die Beine gestellt, weißt du? Mhm. Ich suche Menschen, die mit mir gemeinsam eine Delle ins Bildungsuniversum schlagen. Also Menschen, denen es nicht egal ist, was aus der nächsten Generation wird, mit unseren Kindern, mit unseren Schülern, die innovativ und empathisch sind und Kinder wirklich motivieren können. Also es geht ja nicht darum, dass ich denen jetzt nur die Techniken zeige, sondern dass ich Kinder so motiviere, dass die nach der Schulzeit, also nachdem die mit den 9 oder 12 Jahren, wenn sie da irgendwo drin gesessen sind, immer noch Bock haben, etwas Neues zu erlernen. Um das geht's doch, oder? Mhm. Absolut, also ich, ja. Und ich suche Menschen, die mit ihren Kindern so arbeiten, dass die es schaffen, Lernen wieder als Spaß zu vermitteln. Dass Lernen wirklich auch Spaß machen kann. Ja? Wie kann man denn davon profitieren, Markus? Kreative Lernmethoden an die Hand geben. Um das geht's. Wie kann man davon profitieren? Wie kann man Kontakt zu dir, zum Lerncoach aufnehmen für engagierte, motivierte Eltern? Einfach auf meiner Webseite. Ich habe die Lernmethode memotion.de. Da kann jeder mal drauf gucken. Da kann sich auch jeder mal einen Lerncoach suchen. Das ist alles auf am besten, wir schreiben das unten in die Shownotes rein. So, ja? Machen wir es genau. Da kann man auch ein persönliches Gespräch mit mir vereinbaren. Dann erzähle ich jedem gerne in einem 1-zu-1-Gespräch, was meine Vision ist, welche Delle ich ins Bildungsuniversum schlagen möchte. Und das ist der erste Schritt dazu, dass ich eine Vielzahl von Gleichgesinnten finde, die mit mir das Schulsystem revolutionieren für ihre eigenen Kinder, für fremde Kinder, dass man da auch gutes Geld verdienen kann. Und zwar, weil man auch was Gutes dafür tut, weißt du? Und einfach auf die Memotion-Seite gehen. Und dann ganz klasse. Ich werde es auf alle Fälle in die Videobeschreibung, in die Podcast-Shownotes reinpacken, selbstverständlich. Und auch ich werde mir das auf alle Fälle angucken, weil das wusste ich noch nicht von diesem Projekt von dir. Ich habe das irgendwo schon mal aufgeschnappt, aber ich wusste es nicht. Finde ich großartig. Und ich würde aber gerne jetzt noch zum Abschluss von diesem Interview auch noch irgendwie den Menschen die Möglichkeit geben, dass sie mit dir Kontakt aufnehmen, beziehungsweise wie sie genau das lernen können, was wir gerade in aller Kürze gemacht haben. Und ganz zum Schluss dieses Interviews werde ich nochmal versuchen, die ganzen Präsidenten jetzt auch mit dieser Lücke, die wir gerade jetzt verursachen, mit dem Gespräch wieder, ob ich das immer noch mir behalten konnte. Weil Kurzzeit, das funktioniert meist ja ganz gut, aber was ist, wenn zwischendurch andere Dinge passiert sind? Wie kann man davon profitieren? Was hast du für meine Zuschauer und Zuhörer, Zuschauerinnen, Zuhörerinnen, wo sie Kontakt aufnehmen können? Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder für diejenigen, die sagen, ach du, ich möchte es jetzt einfach nochmal nachhören, ich möchte ein bisschen hier nochmal um diese Techniken mehr, also die Körperliste, auch Namen und Gesichter. Da habe ich ein Hörbuch auf die Beine gestellt. Das kostet normalerweise 25 Euro. Und ich habe mir überlegt, dass ich deinen Kunden, die hier das einfach nochmal nachhören möchten, auf humorvolle, witzige, nachhaltige Art und Weise, dass ich denen das schenke. Also meine Follower kriegen das, die kriegen das kostenlos. Die kriegen das kostenlos, ja. Wow. Und zwar unter www.unvergesslich.de/gratis. Ja, das habe ich extra für dich eingerichtet. Da können deine Kunden können das downloaden und einfach nochmal das Ganze, so ein Wrap-up machen, was wir heute gehört haben. Da geht es auch nochmal um diese Raumlisten, da geht es um Namen und Gesichter. Also ein kurzer Einblick. 70, 80 Minuten dauert es und es ist wirklich, wirklich cool, sehr kurzweilig, witzig und vor allen Dingen, es funktioniert.
Vielleicht noch ganz kurz, Markus, ganz kurz noch, weil das geht ja auf YouTube und als Podcast online. Und YouTube-Videos und Podcasts sind auch in 6 Jahren noch online. Kann natürlich sein, dass irgendwann, ich kenne mich ja in dieser Online-Welt gut aus, diese Links nicht mehr funktionieren, weil sich die Plattform verändert hat. Also bitte nicht böse sein, wenn das eben in 3, 5 Jahren einfach nicht mehr an dieser Stelle funktioniert. Deswegen ist immer ganz gut, relativ aktuell die Videos anzugucken, um sich eben dann kostenlos dieses Hörbuch zu sichern. Genau, aber ich schaue, dass ich das so lang wie möglich auch für deine Kunden hier vorhalten kann. Definitiv, das machen wir. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, für diejenigen, die tatsächlich diesen Vorsprung durch Wissen erlangen möchten, meinen Trainingszustand, diese Techniken der Gedächtnisweltmeister umsetzen möchten, sei es jetzt für sich selber im Beruf. Ja, genau, im Beruf oder im Studium oder wenn ich das meinen Kindern zeigen möchte. Also diese grenzgenialen Techniken, und das war ja eine von vielen Techniken, das ist die Körperliste, die ich jetzt gerade gezeigt habe, dann lege ich jedem mein Baby in die Hand oder ans Herz. Das ist mein Lehrgang für zu Hause. Das sind 800 Minuten von mir witzig gesprochene Audiodateien, entweder auf CD, auf USB oder auf einer Online-Digital-Version. Das sind 3 unterschiedliche Zugänge. Und da erkläre ich alles, was es zum Thema Gedächtnistraining gibt. Und ich nehme dich damit, wo du herkommst. Und ich garantiere dir, dass du, wenn du das durchgearbeitet hast, ein 10-mal besseres Gedächtnis hast. Wow. Und wer diesen Lehrgang testen möchte, der kann den echt 30 Tage kostenfrei testen. Ja, 30 Tage kostenfrei testen. Nach 30 Tagen kannst du schauen, wie es funktioniert hat. Wenn nicht, schickst du ihn einfach wieder zurück. Und wenn ja, wenn du gesehen hast, dass es funktioniert, kannst du es deinen Kindern weitergeben, deinen Großeltern, deinen Eltern, deinen Freunden weiterschenken. Und normalerweise kostet dieser Lehrgang 597 Euro. Ja, das ist ein üblicher Preis. Ich kenne den aus der Vergangenheit, ja, auch von anderen Gedächtniscoaches. Ja. Genau. Und ich habe mir gedacht, für diejenigen, die bis jetzt hier durchgehört haben und wirklich Interesse haben, das für sich selber oder für die Kinder zu machen, die kriegen einen 200 Euro Patrick Heitzmann YouTube-Podcast-Rabatt oder wie du es nennen möchtest. Einfach als Dankeschön, dass ich heute hier mit dabei sein darf und dass wir dieses Interview auch geführt haben. Für diejenigen, die wirklich Interesse haben, hier diesen Vorsprung durch Wissen zu erlangen. Ja? Ich lege da noch ein paar Boni drauf und ein paar Workshops zum Thema Mindmap, zum Thema Kreativität, zum Thema so ein 14-tägiges Übungsprogramm. Dann meine besten Gehirnjogging-Aufgaben lege ich noch mit dazu. Ach, stark. Alle Techniken der Gedächtnisweltmeister sind mit dabei zum Thema Namen und Gesichter merken, Zahlen, Daten, Fakten, wie du alle PIN-Nummern, Passwörter, Kontonummern im Kopf dir abspeichern kannst. Da ist eine Übung drin, wie du dir einen Grundwörterschatz von jeder Sprache, das sind 850 Wörter, in einer Woche dir abspeicherst. Ach nee, ja, das ist... Und zwar so, wirklich mit einem Fingerschnipp. Wenn du das möchtest, ist es tatsächlich überhaupt kein Problem mehr, weil du anders denkst, weil du dein Gehirn anders nützt. Was habe ich noch mit dabei? Ach ja, wie man Chinesisch lernen kann, also chinesische Schriftzeichen. Alles, was es rund ums Thema Techniken der Gedächtnisweltmeister gibt, ist hier auf humorvolle Art. Das Einzige, Patrick, was ich deinen Teilnehmern oder dir versprechen kann, was du während dieses Lehrgangs vergessen wirst, das wird die Zeit sein. Das ist gut. Das heißt, es geht schnell rum und man profiliert, Klammer auf sich, Klammer zu, durch Wissen. Also alleine ich, Markus, ich kannte auch dieses Produkt von dir noch nicht. Ich hätte es gerne, alleine für meine Tochter, die ist jetzt aktuell in der 5. Klasse. Und ich sehe einfach, die lernen Vokabeln noch genauso wie früher und das ärgert mich. Ja. Weil das sind schon so viele Jahre dazwischen, nämlich mittlerweile, das muss ich kurz rechnen, das sind 36 Jahre und da hat sich kaum was verändert und ich finde das fast schon dramatisch, es ärgert nichts. Mich. Null. Es hat sich nichts verändert. Die Methoden sind immer noch die gleichen. Es kommt langsam, kommt ein bisschen Unterstützung, dass man das Gehirn gerecht aufbaut. Aber das ist so ein Riesentanker, wenn man den um 2-3 Grad bewegen möchte. Das ist so viel Arbeit. Und da trete ich an, dass wir das schneller schaffen mit dem Lerncoach, mit meinem Lehrgang und die Erfolge, weißt du, die Feedbacks, die ich bekomme von so vielen Schülern, die gesagt haben, danke Markus, ich habe wieder Spaß am Lernen. Ja. Weißt du? Das ist so viel wert. Das ist so viel wert. Jeder Mama und Papa weiß, was es bedeuten könnte, wenn das Kind kommt und sagt, mir macht Lernen Spaß. Das ist eine Befreiung. Das ist, kann man gar nicht beschreiben. Absolut, absolut. Also Markus, ich finde das großartig. Vielen Dank.
Und ich werde auch die Links selbstverständlich in die Shownotes, in die Videobeschreibung reinhauen. Und dann kann jeder für sich entscheiden, ob er bereit ist, da zu investieren. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Und jetzt am Schluss, also bevor dir jetzt die letzten Worte gehören, möchte ich nochmal versuchen, ob ich die Präsidenten nochmal zusammenbekomme, okay? Also, und das Witzige ist, Patrick, du brauchst nur deine Körperliste durchgehen. Ja, genau. Da sind sie. Ja? Genau, also mach keine Zeichen, ich möchte es selber hinbekommen. Ich sag nur für diejenigen, die den Podcast hören, ich sag den Briefkasten an, okay? Mhm. Okay, also, Briefkasten Nummer 1 waren die 10. Jawohl, und das war Heuss. 2 waren die Knie. Lübcke. 3 war der Oberschenkel. Heinemann. 4 war das Gesäß. Schälen. 5 war der Bauch. Karstens. 6 war die Brust. Weizsäcker. 7 die Schulter. Herzog. 8 der Hals. Rau. 9 das Gesicht. Moment. Und es ist eine gute Sache, dass du jetzt da gerade nicht drauf kommst. Mhm. Weißt du warum? Weil du kannst jetzt deine Lernenergie genau auf das konzentrieren, was du nicht wusstest. Du musst dich jetzt, also jetzt darfst du dir die Frage stellen, was habe ich mit dem Gesicht gemacht? Weil ich weiß, genau. Jetzt habe ich sofort dieses Köhler heißt natürlich. Genau. Super. Ja, genau. Weil ich musste eben das gar nicht sagen. Ich dann weil das ich weiß, Bild vom Aus, das habe ich nämlich gerade nicht gehabt. Und sobald ich dieses von dir, dieses Aushauchen hatte, wusste ich wieder Köhler. Ja, bloß das habe ich ja jetzt gar nicht gemacht. Das hast ja du selber. Ja, genau. Das Bild hatte ich im Kopf, wie ich runtergehe und dann meine Sitzgruppe abchecke, wie viele Stühle da sind. Genau. Ja, dann kommt der Wolf. Wolf. Dann hatte ich den Daumen noch mit dazu. Ja, ich habe immer den Harlekin drin. So, und was ist ein Harlekin? Weil du hast vorhin einmal Harlekin gesagt. Ja, also blöd. Es ist Gaukler. Gaukler, weil ein Gaukler, das ist ein Wort, das habe ich ganz, ganz selten in meinem Jargon. Also wesentlich seltener als ein Harlekin, ja? Aber Gaukler. Okay, pass auf, ich gebe dir ein besseres Bild. Du lässt das Daumen ist wie so ein Atomkraftwerk und das lässt es explodieren. Pff, der Super-Gau. Ja, das ist perfekt. Gau. Mhm. Ja, das ist gut. Und der Zeigefinger? Das ist der aktuelle Stein, Steinmeier. Steinmeier, perfekt. Wunderbar, also bis auf einen kleinen Hänger habe ich es hinbekommen. Sehr gut. Was super war, dass wir das jetzt alles nochmal durchgegangen sind, weil du bist selber draufgekommen. Weißt du, ich musste das gar nicht sagen. Ja. Ich weiß, dass du es weißt. Mhm. Und wenn ich überlege, wenn ich mir das auf einen Zettel geschrieben hätte und auswendig lernen müsste, Buchstabe für Buchstabe, weil du hast letztendlich auch nur vor dem geistigen Auge die Buchstaben vor dir. Aber das ist keine emotionale Verknüpfung. Und Markus, das war ein ganz toller Einblick. Ein kurzer Einblick, wie einfach man Dinge lernen kann, um andere zu begeistern. Und letztendlich geht es auch immer wieder um das Thema Anerkennung, um dieses Gefühl von Selbstsicherheit. Ich weiß etwas mehr als die anderen. Ich verfüge über eine ganz tolle Mnemotechnik. Und da macht es eben auch Spaß zu lernen. Also die Box, ich werde sie ordern. Ich finde das ganz spannend, gerade aktuell für meine Tochter und bin sehr gespannt, wie sie darauf reagiert. Herzlichen Dank für das Interview. Ich freue mich auf das Feedback, lieber Patrick. Mhm. Und dir gehören jetzt als mein Gast die letzten Worte. Oh, ich danke dir. Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung, lieber Patrick. Also wenn ich mich jetzt entscheiden könnte zwischen einem Interview mit dir und einer dreiwöchigen Kreuzfahrt. Ganz ehrlich, ich würde dich vermissen, Patrick. Das ist gut. Sehr schön. Ich würde dich vermissen. Ja. An alle, die jetzt bis jetzt noch zugehört haben, ich hoffe, ihr habt es am eigenen Leib erkannt, dass ihr ein gutes Gedächtnis habt, dass ihr gesehen habt, wie gut es funktioniert, wenn man auf einmal gehirngerecht wieder lernt. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass viele, viele Menschen diese Techniken anwenden, viele Eltern mit ihren Kindern arbeiten und dadurch diesen Vorsprung durch Wissen sich erzielen können, sich erarbeiten können, diesen Vorsprung durch Wissen bekommen können. Und ich freue mich, wenn wir gemeinsam, der ein oder andere mit mir, eine Delle ins Bildungsuniversum schlägt. Ich freue mich auf alle Feedbacks von euch und bleibt bis dahin mit unvergesslichen Grüßen und vor allen Dingen ein Wunsch an euch noch, bleibt unvergesslich. Danke Patrick, alles Liebe, alles Gute. Herzlichen Dank, Markus.